Jeder kennt es, wer schon irgendwann mal ein VR-Spiel gespielt hat. Man braucht viel Platz, Bewegungsfreiheit und keine Kabel, die in die Quere kommen. Doch bei manchen VR-Headsets ist das leider immer noch ein Problem. Man stolpert über das Kabel, man wickelt sich in das Kabel ein oder man reißt es aus Versehen sogar aus dem PC heraus. Und zack, weg ist die Verbindung. Ja, und nämlich hier kommt etwas ganz Besonderes ins Spiel, nämlich das VR Cable Management System von Kiwi Design. Ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal in die Box rein und schauen uns an, was alles mit dabei ist. Zum einen haben wir hier, glaube ich, jetzt 6 von diesen sie nennen es Riemenscheibensystemen, die so zurückschnallen. Ganze 6 Mal. Packe ich gleich mal alle aus. Dann haben wir die 6. Dann haben wir hier einmal die Montage, die Decke aus Klebstreifen. Werden so an die Decke gehangen. Daran werden dann diese Riemenscheibensysteme eingehakt. Ganz simpel und einfach. Oder dann halt auch noch für die Leute, die gerne auch handwerklich begabt sind, natürlich für die Decke zu bohren mit Dübeln, einem Schraubenschlüssel, wie so auch immer. Und dieses kleine Teil, was es damit auf sich hat, das werden wir später noch sehen. Und natürlich ein User Manual. Ich werde das Ganze mit diesen Klebepads befestigen. Und wie das funktioniert, werden wir gleich im Anschluss sehen. Aber dafür geht's ab in den Zeitraum. So, nun nach dieser einfachen Installation mit den Klebepads ist nun alles an der Decke montiert. Im Mittelpunkt gibt es einmal dieses Dreieck an der Decke, welches einen großen Bereich abdeckt und man somit viel Bewegungsfreiheit hat. Da das mitgelieferte 5 Meter lange Kabel der Oculus Rift S bei mir jetzt zu kurz war, musste ich den USB-Anschluss sowie auch den DisplayPort-Anschluss mit 2 Metern verlängern. Damit dies auch funktioniert, habe ich einen aktiven USB-Hub zwischen die beiden USB-Kabel eingespeist. Nun zu meinem Fazit vom VR Cable Management System von Kiwi Design. Die Installation mit den Klebepads ging wirklich sehr einfach, wie man gesehen hat. Sie halten vor allem wirklich sehr gut an der Decke, also muss man da auch keine Angst haben bei zu viel Zugkraft oder Bewegung, dass sie gleich wieder mit dem Kabel von der Decke fallen. Die Verarbeitung der Materialien fühlt sich echt gut und hochwertig an und den Namen Silent haben sie auch verdient, da man von den Rollen, die das Kabel zurückziehen, wirklich nichts hört. Zum Abschluss sei gesagt, ich kann es wirklich jedem VR-Spieler weiterempfehlen, weil
das Problem mit dem Kabel wahrscheinlich jeder kennt und man somit keine Angst mehr haben muss, über das Kabel zu stolpern oder sich das Kabel um die Beine zu wickeln. Also von daher wirklich Top-Lösung. Und somit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Ciao.